Wieder ein Angriff mit Ushimata von dem Kämpfer im weißen Judogi und ein Konterversuch von dem Judoka im blauen Judogi. Und der erzielt mit diesem Konter Ushimata Geishi auch ein Watsari. Geht somit in Führung. Watsari ist gleich ein halber Punkt. Wenn er zwei von diesen Watsaris dort erzielt, dann würde das mit Ippon gewertet. Jetzt ein Angriff mit einem Armschlüssel. Das ist ein Hebel auf das Ellenbogengelenk. Zeigt aber offensichtlich keine Wirkung und somit wird der Kampf auch wieder unterbrochen. Und es geht im Stand weiter. Wunderschön, ein versuchter Angriff von dem Judoka im weißen Judogi und der wurde wiedermals gekontert und somit gab es den zweiten Watsari und damit den so beschriebenen Ippon. Damit endet dieser Kampf. Ja, jetzt sehen wir dann die Kämpfe in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Angriff Seonage. Und der Versuch im Bodenkampf zu übernehmen, misslingt aber. Ja, der UJKC Potsdam kämpft auch in der ersten Bundesliga mit, allerdings mit der ersten Mannschaft dann. Und ist in der Regionalliga mit einer zweiten Mannschaft noch startberechtigt. Das hat auch den Vorteil, solange die Kämpfer in der ersten und zweiten Bundesliga noch keine Kämpfe gemacht haben, dürfen sie auch in der Regionalliga starten. Was natürlich irgendwann dann auch für Mannschaften, die sich nicht durch Kämpfe der ersten und zweiten Bundesliga verstärken, dann irgendwo von Nachteil ist. Hier der Angriff mit einer Würge und die führt auch zu Ippon. Ja, hier jetzt die Gewichtsklasse plus 100 Kilogramm. Die Potsdamer geben diesen Kampf auf und somit gewinnt der Sportsfreund Fred Köppen von der PSG Dynamo Brandenburg. Ja, nun die Gewichtsklasse bis 100 Kilo. Das Wesentliche beim Judo ist es eigentlich, seinen Wettkampfgriff durchzusetzen, um den für seine Techniken auch nutzen zu können.
Ja, die Wettkampffläche beim Judo heißt Tatami. Angriff mit Kochigake führt zu keiner Wertung. Ich hätte da einen Yoko gesehen. Ja, die kleinste Wertung, die wir beim Judo jetzt haben, ist der Yoko. Danach folgt der Watsahari. Das ist ein halber Punkt und danach kommt dann der Ippon. Wie ich vorhin schon sagte, sind zwei Watsari gleich ein Ippon. Hingegen ersetzen 6 oder 7 Yuko eben auch noch immer nicht einen Watsari. Angriff Uchimata. Und jetzt haben wir eine Situation, die außerhalb ist. Damit wird der Kampf unterbrochen. Ein harter Kampf um die Fassart und Angriff mit Ogoshi, der wird gekontert mit Kosurugake, Taniyotoshi und wird mit einem Bipong bewertet. Somit gewinnt diesen Kampf der Kämpfer von der BSG Dynamo Brandenburg.